Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ghost Recon Phantoms. Und wenn man hier so, cool, wenn man hier so stehen bleibt und da diese Striche auf dem Bildschirm sieht, dann sieht das aus, als wäre das irgendein alter Film. Gut, wenn das Blaue nicht leuchtet, dann sieht es aus so schwarz-weiß, weißt du, und so flimmerndes Zeichen. Warum ist das so, warum ist auf meinem Bildschirm hier so flimmerndes, sehe nur ich das? Ist mein Bildschirm dreckig? Was? Mal gucken. Nö, die Linien sind auch zu parallel, als dass sie Zufall sein könnten. Wahrscheinlich irgendwie ein Zeichen. Gut, wir sind unter einer riesigen Kuppel, die nahezu unsichtbar ist und die uns daran hindert, irgendwo hinzukommen. Obwohl, eigentlich hindert sie uns nicht daran. Sie entzieht uns nur... Wir sind sowas wie... wie könnte man das sagen? Wir sind sowas wie... Die Kinder... Kann man die eigentlich hier hinstellen? Ja, kann man. Campen. Hier wird nie jemand nach... Hier reinkommen. Wir sind sowas wie... wie kann man das sagen? Wie die Kinder dieser Kuppel. Wenn wir uns zu weit von ihr entfernen, werden wir sterben, denn... Die Energie, die sie uns gibt, hält uns am Leben. Dum, 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 dum. Bisschen Trauma, Baby. Trauma. Oh! Das sind ein bisschen viele, wa? Für ein Drama. Da war ganz schön viel Drama hier. Weil ich tot bin. Drama. Oh! Ich hab gar keine Granaten. Nö, Weihnachtsgranaten werfe ich nicht. Ist ja gar Weihnachten, gell? Ich bin... Oh! Kriegt so hart aufs Maul. Yay! Ist hier niemand? Nobody is on B? Obwohl, haha, da sehe ich doch wen. Moment. Oh. Mit Style. Ach nein, wie geil. Ach, scheiße. Nee, das ist ja, weil er gerutscht ist. Wäre nicht gerutscht, hätte ich ihn gekriegt, glaube ich, weil, ne, weil ich habe über die Deckung geschossen und dann war er da und hier und ich da und er da und wir hier und alle da. Ne? So sieht, oh, was? Boah, das war, kam überraschend. Ich wollte ihn eigentlich noch so einen freundschaftlichen Schubs geben. Ich wollte ihn eigentlich retten. Warte mal, da ist ein Blitzer. Ich renne mal dem ganz schnell hinterher. Oh, ich glaube, ich kann ihn nicht retten, ne? Nein, aber ich habe ihn wenigstens gerecht. Auch wenn ich keine Rächer-Eliminierung dafür bekomme, aber egal. Ich habe jetzt noch ungefähr 15 HP. Das ist nicht nett, wenn du da auf mich schießt. Ich habe gerade gesagt, ich habe nur 15. Oha. Nee, der war, okay, ist da lang gelaufen. Ich hatte gedacht, er wäre oben an der Säule. Und weil der eine da gespawnt ist, habe ich mich versteckt gedacht. Geronimo! Ach, ich dachte, wir noch einer. Ich brauche übrigens, das ist jetzt sehr cool, dass da sehr oft kritische Treffer kommen, weil ich habe jetzt die Shotgun auf Levelstufe kritisch Nummer 6. Also 6% habe ich? Nee, Nummer 6 weiß ich nicht, aber auf jeden Fall 6%. Hier, guck, da, guckst du hier? Siehst du da? Und ich muss halt kritische machen, weil ich will doch meine Aufgabe abschließen. Dann habe ich alle Aufgaben bei der Shotgun abgeschlossen. Und was fehlt mir dann noch? Genau, 100 Krit... Also, nicht mehr 100, aber halt 100 kritische insgesamt, theoretisch. Theoretisch, weil ich habe ja schon ein paar, denke ich, hoffe ich. von LMG. Ah, von hinten. Und wenn ich das habe, dann habe ich den Supporter komplett medailliert. Ja. Und, ne, beim... Assault brauche ich ja auch nur noch die kritischen mit dem... mit dem... Ach, der hat dieselbe Waffe wie ich? Der sieht ja genauso aus wie ich! Aber nein, du siehst so aus wie ich. Tschüss. Dings, was wollte ich sagen? Ja, richtig, ne? Assault fehlt mir das ja auch nur noch. Da hat ja jemand geschossen. Und, ja, beim Recon halt komplett alles, was mit Snipern zu tun hat. Ja. Immer noch. Du hast keine Bubble an, du hast keine Bubble an. Nein! Oh, oh, hab ich nicht retten! Ach nee, das waren zwei! Nein, warum sehe ich die immer nicht? Der war voll blau getarnt. Habe ich nicht gesehen. Ja. Man könnte meinen, ich wäre blau. Tschüss, 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 tschüss. Nicht. Nicht da stehen bleiben. Das ist nicht gut. Nachladen ist eigentlich... Oh, eigentlich brauche ich bei der Waffe nicht nachladen. Ich sterbe eh so schnell. Nee, falls wir mal einen Lauf haben, ne? Mh.
Apropos Lauf, ne? Da habe ich voll den Lauf in die Fresse bekommen, fast. Also direkt, indirekt. Oder in den Arsch, weil der kam mir von den. Egal. Zu viele Informationen! Was? 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 Schrotflintenmedaille. Uah, nein, 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 nein! Ich hab dich gesehen! Ich hab dich gesehen! Ich hab dich gesehen! Nicht gut fühlen, nur weil du gekloppt warst! Ich hab dich gesehen! Ich hatte halt nur nachgeladen. Das war in den tendenziellen Sekunden nicht das tolle Moment meines Lebens. Nein, so knapp an dem. Oh, hier, guck. Hier ist Gold, ja? Schau, hier bin ich. Hier ist Platin, guck. Schau, hier bin ich. So knapp an mir vorbei. Einfach mal alles anklicken. Ich habe übrigens noch eine Goldkiste. Die ich öffnen werde. Ja. Ich habe eine Goldkiste getroppt bekommen. Und, Entschuldigung, das musste einfach sein. Eine Goldkiste gedroppt bekommen, aus dem Spiel, ne? Ist ja immer per Zufall alles, kannst du ja nicht beeinflussen. Ich habe halt noch ein paar Schlüssel übrig. Oh, der ist noch geschützt gewesen. Habe ich noch ein paar Schlüssel übrig und, jetzt fehlen mir halt die Yikes! Fehlen mir halt die Kisten! Wow! Ich da halt nicht lang. Und, die Kisten fehlen halt. Ich habe jetzt Schlüssel, aber keine Kisten. Daher wird es dann irgendwann, wenn ich Level 60 bin, dann kommen ja da die Platin-Schlüssel oder was da. So viel Platin-Kisten habe ich nicht. Deshalb müssen wir sammeln, auf jeden Fall. Aber da das halt eh immer relativ, unbeeinflussbar, also das ist nicht relativ unbeeinflussbar, sondern es ist unbeeinflussbar. Man kann es nicht beeinflussen, ob man Kisten bekommt oder nicht. Und, es werden auch sehr viele Silberkisten immer vergeben. Ich habe jetzt, glaube ich, wir können gerne nochmal nachschauen. Ich glaube, ich habe jetzt über 127 Silberkisten, die ich nicht öffnen werde, beziehungsweise kann, weil ich erstens keine Schlüssel habe, zweitens, ich könnte sie mir zwar kaufen, ich habe genug AC, ich könnte mir jetzt aber auch nicht Schlüssel für alle Kisten kaufen. Scheiße, ich wollte an den näher ran eigentlich, aber das ist auch keine gute Idee. Aber in den Silberkisten, ich sag mal so, da ist zwar vielleicht cooler Stuff drin, aber so viel Cooles wird es jetzt auch nicht geben. Wird es da jetzt auch, glaube ich, nicht geben. Deshalb werde ich dann das mit den Silberkisten ein bisschen, also die werde ich dann halt so ein bisschen zurückbehalten, denke ich mal, bis sie dann, bis ich mal vielleicht irgendwann einen Schlüssel oder sowas mal bekomme, ne? Alter, wieso treffe ich gerade nichts? Irgendwie ein bisschen was bekomme, ne? Dann mache ich das so und, ich kann übrigens keine Sachen verschenken, ne, weil mich manche gefragt haben, ey, wenn du die Waffe schon hast oder die nicht brauchst, dann schenkst du mir doch. Man kann ja nichts schenken. Das geht nicht. Gehört alles mir. Nee, das ist halt, das Spiel lässt es nicht zu. Man kann hier nichts tauschen. Entweder gehört es dir oder es gehört dir nicht. So ist das eigentlich. Im Grunde. Ja, kann man, glaube ich, so sagen. Ja, der hat natürlich eine ganz andere Waffe, aber ganz ehrlich, wenn er sich da an den Boden legt, dann müsste er jetzt eigentlich, so wie es auch geschehen ist, sterben. Aber die zerreißen uns ein bisschen, ne? So. Ja, wir sind... Was hat er denn gemacht? Das geht? Lol, wusste ich auch nicht. Also, ich hab nie drüber nachgedacht, das zu tun. Muss ich sagen, weil ich immer Schiss hatte. Aber danke fürs Zeigen. Das war nice. Tut mir jetzt leid, dass ich dich dafür getötet habe, aber. Oder trotzdem getötet habe. Aber das fand ich jetzt nice. War cool. War auf jeden Fall cool gemacht. Okay, die machen das, was. Okay, pass auf, warte. Werdet mal. Wir versuchen mal was. Ich bin gerade nicht hier. Egal. So, den haben wir auf jeden Fall. Ich hatte ihn gesehen. Oh, den habe ich nicht gesehen. Ah, okay, den habe ich nicht gesehen. Paolo.
Paolo? Paolo hatten wir doch schon mal neulich, ne? Aber ich glaube, es ist ein anderer. Ja, klar. Liegt er am Boden? Na, das war jetzt ein bisschen gesprayt, aber naja. Naja, wenigstens Backup-Betäubung. Ich habe gedacht, guck mal, die sind bei 68, ich würde wahrscheinlich eh keiner mehr rankommen. Ich wollte eigentlich den da oben halt, die halt irgendwie betäuben, weil da mehrere waren. Aber, das ging halt nicht. Eine Silberkiste, ja, das ist toll, wunderbar, wollte ich schon immer haben, so eine Silberkiste. Ich würde sagen, dann öffne ich jetzt noch die eine Kiste und dann nehme ich noch eine Runde auf für morgen dann und die Kiste öffnen wir jetzt. Wenn wir wieder zurück sind in die Hauptmenü, wir waren diesmal nicht ganz so toll, 112 zu 140. Aber naja, erhalten Beute, eine verschlossene Silberkiste, das ist ganz toll. So. Ich gucke hier und... Ne, ich gucke hier. Oh, ich habe jetzt 42 verschlossene plus 100. Ich habe sogar mehr, als ich dachte. Dann habe ich noch... Die sind auch alle verschlossen. Dann müsste ich mir mal einen Schlüssel kaufen. Kann man ja mal machen. Aber ich dachte, vielleicht kommt man irgendwann mal einen Schlüssel, weißt du? Man hast ja keine verschlossenen Diamantkisten normalerweise. Und so wichtig ist es jetzt auch nicht. Ich meine, ich habe schon so viele coole Kisten geöffnet, wo ein Schrott drin war. Habe ich keine Goldkiste mehr? Dann habe ich die schon geöffnet in der Aufnahme. Das kann auch sein. Ja, ja, ich hatte 9 Schlüssel, ne? 9 Schlüssel weiß ich, dass ich 9 Schlüssel hatte. Jetzt habe ich nur noch 8, dann habe ich die geöffnet, dann habe ich die schon in der Aufnahme geöffnet. Boah, da habe ich ja voll den Scheiß jetzt erzählt. Das ist ja richtig kacke. Verschlossene Da habe ich ja Müll erzählt. Weißt du was? Komm, dann machen wir mal so, pass auf. Öffne ich jetzt eine von den Silberkisten. Moment. Komm. Ein bisschen erzählen haben wir ja. Einen Schlüssel kaufe ich mir. Ich habe gesagt, wir öffnen eine Kiste. Es ist jetzt zwar keine Goldkiste, aber da machen wir halt eine Silberkiste auf. So, öffnen. Yay, hat sich gelohnt. Egal. Ich beende jetzt hier die Aufnahme und oder die Folge. Und wir sehen uns dann wieder in einer neuen Folge von Ghost Recon Phantoms. Mal lass mal hier weg, dass ich das mal gesehen habe. Irgendwo ist die hier. So viele Rüstungen, ich müsste die eigentlich mal verkaufen, das was ich doppelt habe. Und ich habe, glaube ich, viel doppelt. Das würde viele ACs geben. Wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Tschüss.